Hallöchen und willkommen zurück zum Horizon Forbidden West Let's Play Episode 47. Und in der letzten Episode haben wir uns auf den Weg zu Demeter gemacht, nebenbei noch eine kleine Nebenquest erledigt. Und jetzt sind wir hier in so einer Schlucht, die sehr gefährlich aussieht. Und wo wir natürlich auch sehr angreifbar sind. Durch die wir hier scheinbar hindurch müssen. Noch ein Langhals. Oh, ein neuer Langhals. Stufe 25. Ist vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ach, vielleicht ist das der, an dem wir schon mal vorbeigekommen sind? Nee, das war noch so weit weg. Oh, hier gibt es noch eine Siedlung, in die wir jetzt kommen. Felswacht. Wow. Und ein, wow, und ein Lagerfeuer. Wie cool. Dann speichern wir doch hier an der Stelle mal. Hey, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier in so eine coole Location hier finden. Dann gucken wir doch gleich mal, was es für Böden gibt. Das erste, was man macht, wenn man in eine neue Stadt kommt. Hm. Ein Scharfschussbogen. Welchen Scharfschussbogen hat... Ja. Was habe ich denn eigentlich gerade für einen? Oh, das sieht aber stark aus. Sollen wir den einfach mal kaufen? Was haben wir denn für einen Bogen? Wir haben den spaltenden Scharfschussbogen. 76, 54 und dann noch irgend sowas anderes. Und der hier? Nee, der ist gar nicht mal besser. Was ist die eigentlich diese... Das zweite Symbol, weiß ich nicht so ganz, was es ist. Aber ich glaube, unser Bogen ist da momentan gut genug. Das hat mich jetzt nicht. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt hier. Da gibt es wahrscheinlich wieder massenweise Aufträge. Vielleicht sollte ich auch mal Nahrung machen. Das wäre eine gute Idee. Wo ist denn hier der Koch? Das finde ich tatsächlich eine gute Idee, aber ich weiß nicht, wo hier ein Koch ist. Wo sieht es denn hier nach was zu essen aus? Das hier ist ein Kräuterkennerin. Bist du eine Köchin? Ah, da können wir hier Tränke kaufen. Aber da habe ich schon alle. Komm ein andermal wieder. Wieder ist. Bist du ein Koch? Ich brauche Kundschaft. Also komm wieder, ja? Ja, natürlich. Hier, das ist ein Koch. Da kann man mal gucken und ein paar Gerichte kaufen, die wir dann essen können, wenn es zum Kampf kommt. So, maximale Gesundheit, das ist schon mal nicht schlecht. Da könnten wir einen kaufen. Was ist das hier? Bergkappen? Dauerhafte Überbrückung. Verlängere die Zeit, die eine Maschine überbrückt bleibt. Das ist ja cool. Bergscharf. Heilende Bären bewirken mehr und schnellere Haltung. Ist auch nicht schlecht. Boah, da müssen wir hier die Sachen, die es hier so gibt, noch sammeln, ne? Ich kaufe jetzt erstmal einen regionalen Eintopf. Und das klingt auch nicht schlecht. Gibt es hier öfter so Eisflussfahrenwedel? Ach komm, wir kaufen das jetzt einfach auch. Winterfallbären und Eisflussfahrenwedel. Also hier ein bisschen Sachen kaufen, sammeln. Maschinenstreit gibt's. Allen mit Stil! Hä? Okay. Was war das? Ey, Leute. Dann Aufträge gibt's. Ah, und hier slidet man drunter. Wie cool! Oh mein Gott, die haben hier einfach so eine Flying Fox-Rutsche den ganzen Weg runter. Das ist ja jetzt immer das Allerbeste an der ganzen Sache. Wie cool! Na, jetzt sind wir bald da. Da ist der Langhals. Das ist der andere. Das kann man wahrscheinlich jetzt noch nicht machen, schätze ich. Ui. Was wächst da? Will sammeln? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aloy, hoch. Aloy, hoch. Hoch, 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 hoch. Oh Gott. What are we doing here? Ich weiß es nicht. Egal. Habe ich es gesammelt? Hoch. Also, hier geht es runter.
So, rufen wir mal unser Pferd, bevor wir den Eintopf essen. Also noch mehr Pferde. Reitmaschinenareal. Aber das macht nichts. An denen können wir ja bestimmt vorbei. Gib dich zum Langhals. Das ist die Stufe 25 Mission. Der Langhals, der das Signal sendet. Meint ihr, das schaffe ich schon, auch wenn es Stufe 25 ist? Ach, vielleicht gehe ich erstmal zum Lagerfeuer. Das wäre eine ganz gute Idee. Lagerfeuer und dann können wir mal gucken bei dem Langhals. Ganz ruhig. So. Und hier ist das. Nee, gib dich zu Demeter. Wartet mal, wo bin ich jetzt gerade eigentlich? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Also hier den Weg kann ich weiter entlang und da in der Mitte ist irgendwie der Langhals. Okay, da ist nochmal eine Brücke. Dann gehen wir erstmal da weiter. Kann man über die Brücke nochmal versuchen lang zu gehen. Bäume so hoch wie Türme. Hier. Hier sitzt der Wächter. Oh, es ist schön hier. Voll mystisch. Eine Tiefansiedlung. Sieht verlassen aus. Und was soll man bei dem Langhals machen? Um mich auf den Langhals zu bringen, wenn ich dort hinaufkomme. Ja, das ist wieder so ein Rätsel wahrscheinlich. Klettere die verlassene Siedlung hinauf. Also da ist was. Ah, wie komme ich da hinauf? Oh, da ist eine Spur. Ach, das ist die vom Langhals, oder was? Da ist die Spur vom Langhals. Ah! Oh mein Gott, was ist das? Ich bin in irgendeine Falle gelaufen. Ich glaube, ich bin in eine Falle gelaufen oder so. Also darf man wohl nicht hingehen. Das ist ja eine sehr interessante Quest auf jeden Fall. Ein Rätsel. Wo ist der Anfang hier von der ganzen Sache? Okay, das Vieh trampelt mich jetzt gleich platt, wenn ich da bleibe. Vielleicht komme ich da hoch. Nee. Könnte ich dann hier hoch? Sieht so aus, als könnte man da dran, aber man kommt scheinbar nicht dran. Oh oh, Zeit zu kämpfen. Was? Womit? Oh mein Gott! Oh. Was ist das? Oh mein Gott, wo bin ich und was ist das? Ach, okay, jetzt weiß ich, warum es Stufe 25 ist. Ich glaube, ich bin raus hier. Ciao. Ey, was bist du? Hau ab, ich will nicht mit dir kämpfen, du bist mir zu stark.
Bis zu Demeter. Ich glaube, wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Also, das ist mir auf jeden Fall zu krass. Ah ne, ich bin falsch gelaufen, oder? Weil wir müssen an denen hier noch vorbei, an den Säuredorn rücken. Der sieht mich auch schon. Bin hier eh schon voll lediert. Oh ne, jetzt greif mich doch bitte nicht an hier. Ich bin einfach nur hier, just passing. Just passing! Gaias Koordinaten für den Meter sind ganz in der Nähe. Da ist ein Lagerfeuer und ein Unterschlupf. Speichern wir doch mal hier. Speichern wir, bevor uns irgendwas in die Quere kommt. Und da ist ein unbekannter Unterschlupf, wahrscheinlich wieder von Rebellen. Da steht mein Pferdchen. 200. Muss man erstmal ein Pferdchen hier haben. Schauen, wo wir lang müssen. Schauen wir mal schnell hier auf die Karte. Ah, wir reiten in die falsche Richtung. Okay. Umdrehen. So, in die Richtung und dann irgendwie rechts, glaube ich. Abbiegen. Oh, ich habe noch Sachen für den Vorrat. Sehr viel Reinholz. Genau, hier lang, glaube ich. Genau, und jetzt hier rechts. Was ist hier passiert? Es war gerade Nacht. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe auszuschalten. Das ist auch eine sehr interessante Gegend hier. Ich bin in der Ruine. Ich muss auf der Hut sein. Okay, da ist irgendwas in der Ruine. Aber was war das für ein krasses Viech da vorhin? Das war auch so creepy. Oh nee, da ist schon einer und greift mich an. Oh nein, ich kann nicht speichern. Ich will nicht kämpfen! Die Barbarin ist festgenagelt. Vorrücken! Oh Gott. Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Hey! Weiter! Feuer! Alter, was sind das für krasse Dudes hier? Ich bin fort. Ich glaube, das wird schwer. Ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich schwerer Auftrag hier. Oh Gott, was ist mit dem? Oh mein Gott, der hat mir einen runtergehauen. Der hat mir eine Ohrfeige verpasst. Ich bin Stufe 25, nimm dich lieber in 8. Bam! Da kriegst du hier. Quen Marinesoldat, ja, keine Ahnung, was das für Dudes sind, aber die haben es auf jeden Fall faustdick bei den Ohren. Ja, ich will aber jetzt noch nicht sterben. Oh Gott, wer hätte damit gerechnet? Ich komme jetzt rein. Ich hab sie verloren. Alter, der hat mich runtergekickt, habt ihr das gesehen? Der kickt mich da einfach weg. Ich habe ihn gut gestochen. Anna kriegt gleich noch eins hinterher oben drauf. Alter, ich weiß nicht, was ich hier für krasse Sachen mache, aber die sehen ziemlich übel aus. Sona! Boah, die machen aber auch krasse Milch. Guckt euch diese Pfeife hier an. Also die sind schon schwer. Den Ort. Wir beschützen den Ort überhaupt nicht. Der kriegt einfach auf den Latz. Jetzt ist sie fertig, los! Boah, der hat was krasses gemacht gerade. Und warum sind sie auf Blut aus? Ich sollte schnell zu Demeter, falls noch mehr von denen kommen. Okay, ich glaube, es muss irgendwo hier drin sein.
Aber es sind hier irgendwelche krassen Dudes, die hier so rumgammeln. Okay, okay, Leute. Holy shit. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal eine interessante Begrüßung. Oh, Fässer zerstören habe ich gehört, muss man auch machen. Okay. Da ist eine Truhe. Auch gut. Und da gibt es auch noch Sachen. Oh, da stehen lauter krasse Bögen und so. Holy shit, guckt euch das mal an, was hier gibt. Nice. Aber wo sind wir hergekommen? Von der Seite. Das dämpft den Fall. Kann man natürlich auch noch das mitnehmen, was die hier verloren haben. Okay. So, jetzt müssen wir da wieder rein. Und schauen, was da noch so abgeht. Hier unten eigentlich noch so los. Von außen hätte man die ja jetzt fast nicht erledigen können, oder? Guck mal, der Loot, Leute, der Loot. Also Fässer zerstören. Und da haben sie richtig ihr Lager aufgebaut, hier unten auch. Ist da der Trank noch? Okay. Wir müssen aber weiter in die Richtung jetzt. Aha. Was ist hier? Entdeckt das Treibhaus. Aber hier sind nicht noch mehr von den Typen, oder? Was ist das? Motorraum. Also, da müssen wir scheinbar jetzt hin. Das sieht aus wie ein altes Büro. So sehen Büros aus? So ein Büro hätte ich auch gerne. Sieht voll schön aus. Oh, Muskeln. Das kommt in meinen Vorrat. Muskeln sind immer gut. Eine Bergbahn gibt's da. Müssen wir hier durch? Nee, geht's nicht durch. Oh, da oben ist noch irgendwas. Sollten wir uns auch nicht entgehen lassen, aber ich glaube, da kommen wir nicht hin, so, oder? Jetzt mal oben entlang. Branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Unternehmen benötigt. Im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Faro-Forschungsanlage. Ach, da unten ist Wildschwein schon wieder. Die sind einfach nicht normal. Diese Wildschweine in den Games sind einfach nicht normal. Alte Skulptur, alte Halskette. Da müssen wir auch mal unsere Sachen irgendwann verkaufen. Muskeln. So. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein. Aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Wie ging das nochmal mit dieser Metallblume? Konnten wir da schon was machen? Nee, ne? Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Toll. Verschlussintegrität erhalten. Also, wir müssen jetzt hier irgendwie einen Weg suchen. Guck mal da. Da geht's doch durch. Aha!
Zack. Aloy ist so stark. Die reißt die ganze Wand ab. Kann er auch noch auseinanderreißen. So. Tja, Aloy findet immer einen Weg. Ein Raum ohne Ausgang. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Goldbarren. Gehen wir mal hier an die Konsole ran. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Das sind diese Ranken. Vielleicht lernen wir jetzt, die zu zerstören. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht. Dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Easy life. Oh, shit. Na toll. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Okay, wir müssen Teststation Efeu finden. Aber wie komme ich hier raus? Abseilen kann ich mich. Okay, das war jetzt auch null auffällig oder so, ne? Könnte die Soldaten leise ausschalten. Ja, ich glaube, das sollten wir tun. Es klingt nach einer... Oh, da rennen welche. Zum Glück habe ich die noch gesehen, bevor ich da lang gerannt bin. Okay, ich weiß nicht, wie ich die leise ausschalten soll. Die stehen da zu dritt rum. Wenn ich einen angreife, sehen mich die anderen, ja. Also die drei kann ich nicht leise ausschalten. Da hinten sind noch welche. Oh, da ist noch ein krasser. Eine kaiserliche Quellenwache. Ach du meine Güte. Okay. Eine Barbarin ist auf dem Gelände. Hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden. Jetzt gehen sie. Ist es wohl vorbei. Okay. Jetzt gehen sie und jetzt müssen wir sie erledigen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die hier so lang gehen. Okay, die haben sie jetzt hier aufgeteilt. Gegen was sind die schwach? Feuer. Okay. Hui. Da sind auf jeden Fall Giftfässer, wenn da einer an so einem Giftfass kommt. Aber das ist halt dann auffällig, ne? Die kann ich nicht unauffällig ausschalten. Naja, Leute, ich würde sagen, das wäre eher dann was für die nächste Episode. Weil, ich meine, letzte war ja sehr lang. Dann ist die jetzt mal wieder ein bisschen kürzer. Und dann müssen wir hier diese Dudes ausschalten, um zu lernen, wie man diese Metallblumen öffnet. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich die Quest noch ein bisschen länger hinzieht. Weil sonst wären wir ja gleich bei Demeter. Und da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao, ciao.
You're-